Hallo und herzlich willkommen zurück bei Days Gone im Überlebensmodus 2. So, wir müssen noch einmal. Halt, stopp, Wecker. Moment. 90. Wieso habe ich hier keine Waffe? Wieso ist die Waffe gesperrt? Das Styropor für den Beaver holen. Ich bräuchte Styropor, Kerosin und Schießpulver. Drehen wir mal direkt. Hab ich jetzt gerade eigentlich. Die Munition mitgenommen. Oh Scheiße. Schreier. Ein ganzes Leck mich doch. Oh Scheiße. Schreier. Ein ganzes verdammtes Nest. Ich muss ihr Nest wohl ausweichen. Sonst lassen die mich nie in Ruhe. Ich brauche Flintenmunition. Viel. Das will ich nicht hoch. Ja, super. Was haben wir denn da? Da gehen wir direkt mal hin. Gucken, ob wir Kerosin finden. Lappen, Bierflasche. Kerosin. Wunderbar. Auch noch welche. Ich werde schon wieder abgelenkt. Merkt er das? Okay, wir wollten zuerst jetzt Styropor für Viva holen. Bin mir nicht sicher, aber ich meine, da hinten müssen wir eh noch storymäßig hin. Ach, das ist mein Motorrad. Ich dachte gerade, da steht ein Wolf oder Jäger. Oh, ich werde schon paranoid.
Ich werd schon paranoid. Lecko Fallo. Oh, voll. Alles klar. Okay. Jetzt brauche ich nur noch Weavers Zeug. Ey, wollt ihr mich gerade verarschen? Ich will ein Nest. Muss ganz in der Nähe sein. So. Fast voll. Okay. Styropor. Was ist das? Scheiß Nest. Es ist hier irgendwo. Noch ein Nest. Ja, gehst du auch unten? Wow. Noch eins. Zeit für ein Feuerchen. Och nö, hat der das eine Nest da nicht gemacht? Super. Hat uns seine Kerosin ja viel gebracht. Ich wollte damit eigentlich da hinten das noch wegmachen. Wo war das Styropor jetzt eigentlich? Ich habe da gerade hier Styropor liegen gesehen. Da. Na, da ist welches. Ich brauche noch mehr. Ja, das holen wir uns jetzt gleich. Da ist noch ein Nest. Zünden wir es an. Ah, fast genug. Die brennen beide, sehr schön. Noch etwas mehr. Ein Stück noch. Das sollte reichen. So. Ich markiere es auf der Karte. Dann können Currys Männer den Rest holen. Ja. Okay. Jetzt haben wir leider keins mehr. Mal nichts wie weg hier, bevor eine Horde hier vorbeikommt. Oh. Ach, verdammte Schreier. Ich weiß nicht, ob hier noch eine Horde vorbeikommt. Verdammte Schreier! Das ist der Berglöwe. Da unten. Noch ein Jäger. Boah, ja, da. Gib mir mein Rad endlich. Fleisch.
Moment mal. Moment mal. Guck mal da. Tatsächlich. Yay. What? Was ist hier drunter? Noch ein Nero Micro Recorder. Keine Ahnung, ob ich mir das wirklich anhören will. Weltnotiz 1005. Wir sammeln Datenposition 812. Eine Brücke am Highway 97. Seit wir den Bewegungssensor um 0800 vor 3 Tagen das letzte Mal gecheckt haben, sind weitere 8000 Homo sapiens Mutants Turbo durchgekommen. Das ist meine Horde. Wissen Sie, wie viele Leute vor dem Vorfall in Kalifornien gelebt haben, Corporal? Keine Ahnung. 39,25 Millionen. Nehmen wir nun an, dass 50% davon gestorben sind. Entweder durch den Virus oder hinterher durch sich selbst oder aufmerksame Mitmenschen. Bleiben immer noch plus minus 20 Millionen Homo sapiens Mutants. Worauf wollen Sie hinaus? Was meinen Sie? Worauf ich hinaus will, ist, dass 10.000 ein Tropfen auf den heißen Stein sind. Bevor das hier vorbei ist, werden noch Zehntausende, Hunderttausende, Millionen Infizierter diesen Highway entlang kommen, wie ein wütender Mob kannibalistischer Pinguine, die einer Blutspur zum Meer folgen. Sir? Schon gut, Corporal. Stellen Sie den Bewegungssensor auf Null und dann nichts hinweg hier. Iron Mike hatte wohl recht. Es kamen immer noch eine Menge Touristen aus Kalifornien. Nur sind die jetzt hungriger und weniger wählerisch beim Essen. Ja, ja. Besorgte Mitmenschen. So, was nehmen wir denn? Ich glaube, wenn wir Konzentration nehmen, sind wir genauso weit wie bei Gesundheit. Und da fehlt, glaube ich, nur noch eins. Also wären das 1, 2, 1, 3, insgesamt 6 Stück noch. Oh, noch ein Neuroinjektor. Gut. Na komm, machen wir Gesundheit voll. Ein paar Vitamine. Ja, Gesundheit ist voll. Eine Kreischerin. Oh, ja, 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 ja. Müssen wir lang? Da müssen wir lang. Da ist ein X. Nehmen wir uns auch noch mit. Was ist das denn hier? Ach da. Fleisch. Eine Horde Jäger. Ja, ich habe euch schon kommen sehen. Der erste ist down. Der zweite auch. Nein, du sollst nicht aufsteigen, du solltest nachladen. Puh, das war knapp. Oh. Wölfe? Waren das nicht Jäger? Naja, umso besser, ne? Bei Jäger hätten wir kein Fleisch. Komm.
Ripper? Ripper? Hier im Gebiet? Halt, da war's. Noch einmal. Sezierung. Könnte es sein, dass hier Ripper gewesen wären? Oh, da stehen nochmal. Wenn wir die Story bisher nicht abgeschlossen gehabt hätten, obwohl die Muster abschließen. Aber halt, wenn wir das letzte Ripper-Lager letztens nicht gemacht hätten. Könnte es sein? Ein Bär. Ein Bär. Es war ja jetzt klar, dass ihr in Richtung meines Motorrads rennt. Gerannt. Da steht's. Ist ja klar, ne? Ist ja klar, der Bär war da hinten irgendwo. Aber wenn wir aufs Motorrad kommen, dann fahren wir dem davon. Da kommt er. Jo, er hat uns. Ich wollte eigentlich noch gucken, was mit dem X da los ist. So, hier können wir jetzt getrost durchfahren. Einmal auftanken. Kommt der Bär? Benzinkanister. Gutes Timing. Oh, geht so. So, dann gehen wir noch mal eben ganz kurz Munition auffüllen. Scheiße. Hallo? Das braucht man immer. Ja, das ist sehr gut. Voll. Ja, auffüllen bitte. Voll. Sind sie leider noch nicht respawned. Hier lang.
Ist da was? Ich mach mal einen Speicherpunkt. Ey, das ist nicht wahr, sowas. Das ist nicht wahr. Dass du denen nicht entkommen kannst. Kein Bock auf die Pisser gerade. Da drüben haben wir übrigens das College, wo wir im Moment noch nicht drauf kommen. Story bedingt. Was lag da auf dem Boden? Ach, der Knüppel. Oh, auch wenn es nicht viel ist, aber es ist kostenlos. Dicken. Ha, guck mal, wunderbar. Wunderbärchen, wunderprächtig. Da ist noch mehr. Okay, da ist nichts drauf. Dann kommen wir jetzt weiter. Ey, das ist doch nicht wahr hier. Das ist doch nicht wahr. Ei, ei. Was soll? So. Wer ist am Ende? Wo das denn? Er ist am Ende, meint er. Wo ist das denn mein Ende gewesen? Junge, 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 du musst aber noch viel lernen. Ach nee, du kannst nichts mehr lernen. Wie Pisser die, ey. Schöne Spike am Arsch. Ich hatte im ersten Moment gedacht, das wäre ein Krieger, der da kommt.
Ich habe es mal geschafft, zwei Jäger zu killen, ohne dass sie mich vom Moped geholt haben. Ja gut, den haben wir. Und da noch auf Kopfgeld. Mach auf! So, Stufe 2 sind wir hier. Bin ich mal gespannt, was wir uns gleich im Shop kaufen können. Jetzt Neues. Los, los, los! Los, los, hopp, hopp! Auf und nieder, immer wieder. Bäh. Warum? Du warst doch Gas am Geben. Warum nicht weiter? Meine Fresse, Herr hier. Ja, dann bringen wir mal das Styropor weg. Okay. Hey, ich habe die Sachen, die Sie haben wollten. Oh, gut, gut. Stell sie da hinten hin. Gib mir was davon. Okay. Sehr gut. Und wie läuft es so mit Lieutenant Whittaker? Wie meinen Sie das? Ich sehe dich kommen und gehen, Mann. Du machst ganz schön viel für sie. Ja, ich mach nur meinen Job. Okay, Mann. Tja, hab's mal bei ihr versucht, als ich hier neu war. Ach, wirklich? Oh ja, Kumpel. Ich meine, sie hat echt einen tollen Arsch. Da stehe ich drauf. Ich konnte nicht anders. Ja. Ja, und wie ist es gelaufen? Nicht so gut. Ich meine, sie warf mich zu Boden und wollte mir den Arm brechen. Hör zu. Du musst bei ihr echt aufpassen. Sie hat Temperament. Tja, ich werde es mir merken. Brauchen Sie sonst noch was? Nein. Aber nimm die und komm mit. Das ist ja ein toller Arsch. Als wenn ich das nicht wüsste. Und ich glaube, besser wie jeder andere. Styropor ist ein aromatischer Kohlenwasserstoff. Benzin besteht aus aliphatischen Kohlenwasserstoffen. Zungenbrecher. Egal, wenn man das mischt, spalten sich die Molekülketten in einzelne kovalente Bindungen. Ja, das weiß doch jeder. Oh, wollen wir mal gucken, wie stark das Ding ist. Ja! Das, mein Freund, ist ein Napalm-Molotow und damit werden wir den Krieg gewinnen. Ich arbeite noch an der Formel, aber irgendwann ist das Zeug heißer als ein Schweißbrenner. Weißt du, wie heiß das ist? Ja, kannst mir vorstellen. Hab in der Werkstatt gearbeitet. Sonst noch was? Nee, Mann. Alles gut. So verdammt nah dran. Kaboom! Fliegt in die Luft und brennt, Mann! Wir reißen ihn den Arsch auf! Ich hab's mal bei ihr versucht. Nächsten Points. Oh, neuer Fähigkeitenpunkt. Sehr schön. Ja, dann können wir ja jetzt endlich die größere Magazine mit freischalten, beziehungsweise größere Taschen. Jupp. So, die Beute will ich hier nicht abgeben, die gebe ich im anderen Camp ab.
damit wir da auf Stufe 2 kommen. Sarge, wie geht's denn so? Jetzt muss ich mal eben was gucken. Ach, kann ich nicht. Ah. Für dich ist nichts dabei? Frag mich einfach. Ja, auf jeden Fall. Nettes Teil. Ein Schuss dieser Waffe bedeutet den Tod. Das große Magazin, die schnelle Feuerrate ohne Nachladen und der geringe Rückschuss geben der Waffe eine echte Mannstoppwirkung. Yeah. Und dich will ich auch. Hey, das nenne ich ein Eisen. Ich meine ja nur. Voll. Einmal auffüllen. Zum Millionär, was? Ja, die will ich haben. Billiger als was Neues zu kaufen, stimmt's? Wirklich, oder? Ha! Und er entscheidet sich für das Upgrade. Medikits können wir kaufen, ja, wunderbar. Inventar vor. Oh, Splittergranaten! Okay, wir können wieder Splittergranaten kaufen. Macht auf dicke Hose. Du hast wohl ein Loch in deinem Portemonnaie, wie? Nein, noch nicht. Ja. So. Primärwaffe? Gut. Ja, die ist schlechter. Weniger Schaden und eine geringere Feuerrate. Präzision wäre bei höher gewesen, aber trotzdem. Und hier? Jawoll! Yes! Spezialeinheit Zustand. Jawoll! Oh, wunderbar! Okay. Hey, Corporal St. John, wir sehen uns später. Hat sich doch gelohnt, hier auf Stufe 2 zu kommen. Dick! So. Ja. Hey, Sarge. Okay. Corporal St. John, Dick, wir sehen uns. Colonel, wollten Sie nicht irgendwas von mir? Aktueller Job, okay. Dick, Befehlshaber. Dort steht er jetzt hier. Sarge, schön dich zu sehen. So, und während ich mir überlege, was wir als nächstes machen werden, schicke ich euch nach Hause. Kopfgeld oder das Kopfgeld. Ich bedanke mich für euer Interesse, hoffe es hat euch gefallen und würde mich freuen, wenn ihr 6.17 Uhr nachmittags, okay. Da könnten wir eigentlich schlafen, dann können wir die nächste Dingens hören. Wo können wir denn hier eigentlich schlafen? Schlafen. Da hinten in die Richtung. Dann können wir uns nämlich die nächste Ansprache noch anhören. Oh, da liegt ja was. Im süden Himmel. Ja, das passt echt, Taylor. Da liegt noch mehr. Nein. Das ist schwer. Wer zum Teufel ist? Eddie Puna. So? Ich mach mal kurz ein Nickerchen. So, dann gehen wir mal ganz schnell gucken, ob der gute Colonel wieder eine Rede halten will. Sarge, schön dich zu sehen. Lal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 a. Nö. Wie viel Uhr haben wir? 8.11 Uhr. Bestimmt schon zu spät. Verdammt. Ja, 8.11 Uhr. Na gut. Dann, wie gesagt, verabschiede ich mich und sage Arrivederci, winke, winke und goodbye. Bis zum nächsten Mal. Euer, dein Aiden Croft.